Nahe St. Anton an der Jesnitz liegt das Skigebiet Hochberneck. Der Geheimtipp für Familien kommt ganz ohne Schneekanonen aus. Wenn genügend Schnee liegt, so wie heuer, dann findet man hier das perfekte Skivergnügen. Also bei uns am Hochberneck, wir fahren auf Naturschnee und das Skigebiet liegt zwischen 800 und 1000 Meter Seehöhe und ist halt klassisch geeignet für Familien, für Anfänger und die Pistenlänge sind ca. 5 Kilometer. Und natürlich kann man sich dann nach dem Skifahren auch in der Gastro am Almhaus gut essen und sich bedienen lassen. Die Besucherbilanz während der Semesterferien war erfreulich. Hier hat sich jeden Tag was abgespielt, auch dank der Lockerungen der Corona-Regeln. Gott sei Dank haben wir wieder fahren dürfen auf Naturschnee und es hat sich sehr viel und viel getan in den Semesterferien. Es war gut besucht, es waren alle vergnügt und fröhlich, dass wieder am Hochberneck zum Skifahren war und die Gastro hat sich natürlich gefreut, dass wieder reger Besuch da war und zum Wochenende haben wir dann das erste Rennen gehabt, weil Hochberneck ist auch geeignet für Firmenrennen, für Gemeindeskimeisterschaften und das hat die Gemeinde Frankenfels genützt und hat ihre Gemeindeskimeisterschaften zum Wochenende durchgeführt. Gerade für Gruppen, die sich nicht gern an unterschiedlichen Talausgängen verlieren wollen, sondern einander im Auge behalten möchten, ist die Pistenführung ideal. Also es gibt zwei Schlepplifte, 5 Kilometer Abfahrten und was ganz besonders schön ist und neu, ist ein Zauberteppich für die Kleinsten und das wird hervorragend gut angenommen und die Kinder haben die größte Freude damit. Die Pisten sind sehr gut benannt und sie ist auch sehr familienfreundlich für die kleinen Kinder und für die Größeren halt auch. Und deswegen ist das sehr gut und cool halt Skifahren. Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du die Pisten runterfährst und du musst da halt keine Sorgen machen. Und man fühlt sich einfach, wie soll ich sagen, frei, kann man sagen. Wir kommen sehr gerne her, weil wir haben 4 Kinder und es können einfach alle 4 Kinder da fahren. Also die Großen fahren halt am Lift und die 2 kleinen Kinder schauen am Zauberteppich ein bisschen mit umstapfen und das ist halt ideal als Familie. Und man hat auch noch eine Einkehrmöglichkeit, das ist auch spitze, wenn die Kinder gar keinen Hunger kriegen und ja, ideal für Familien, hätte ich gesagt. Damit man nicht umsonst die Serpentinen ins Hochberneck hinaufkurft, lohnt es sich vorher, die Schneelage zu checken. Am Gemeindeamt kann man telefonieren, anrufen und natürlich am Hochberneck beim Almhaus, da gibt es ein Schneetelefon, da bekommt man immer gute Auskunft. Na dann, auf ins sonnige Naturschneevergnügen.